Matchday 3 in Gruppe A und es ist das vorletzte Spiel dieser Gruppenphase und das heißt das ISB gegen Cloud21 und das ISB muss hier gewinnen, um ins Halbfinale einziehen zu können. Doch wir sehen es direkt, Cloud21 hat hier die einen relativ schnell down und auch beim Vader wird sich nicht mehr allzu viel tun. Es ist ein 2v1, mit Vader ist das zwar machbar und wir haben im Turnier auch schon gesehen, dass ein 2v1 gewonnen wurde, allerdings heute nicht und hier in diesem Fall halt eben auch nicht. Wir sehen folglich einige Unentschieden, exemplarisch dafür eins hier ausgewählt. Und generell ist es ja ein sehr vorsichtiges Spiel von beiden Teams, auch wenn die Heldenauswahl vielleicht hier auch ein bisschen, ja, ein bisschen confusing ist. Es ist eben Doppel-Saber gegen Doppel-Saber, also da traut sich keiner mehr so richtig an den Blaster ran. Und wir sehen, dass das zum Vorteil von Cloud21 wird, denn man führte hier relativ schnell 2:0 und es wird immer schwieriger für das ISB. Denn man muss hier natürlich gewinnen, um eine Chance zu haben. Und wir haben auch mal hier die Perspektive vom ISB. Doch wir sehen auch hier, dass es halt einfach zu schwer wird. Und folglich hat man einen 13:0 Halbzeitstand. Und wenn wir einmal rüberschalten in den Teamchat von dem ISB, merken wir, dass da auch schon so ein bisschen, ja, Verzweiflung definitiv vorhanden ist. Brasil! La 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 la. Ja. La 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 la. Wie es das Schicksal so wollte, ging es dann in der zweiten Halbzeit wieder auf Felucia weiter. Das heißt, wir haben das ganze Match quasi auf derselben Map verbracht und ja, dadurch vielleicht auch die Möglichkeit vom ISB, sich Taktiken abzuschauen von Cloud21. Doch das Ganze funktionierte nicht. Man versuchte hier zu sehr zu campen und hat dann die nächste Niederlage eingefahren. Somit steht es 4:0 und was das bedeutet, das erklärt uns das ISB am besten einmal selbst. Also wir sind jetzt gerade ausgeschieden, glaube ich, oder? Ja, ja, wir sind ausgeschieden. Selbst wenn wir jetzt noch zwei Punkte holen, dann steht es 3-4. Genau, also durch das 4:0 ist es eben so, dass das ISB definitiv nicht nur dieses Match verloren hat, sondern auch aus dem Turnier ausgeschieden ist. Folglich sehen wir auch ein dominantes 5:0, was wir hier erleben durch die Palpatine Grievous Taktik, eben die Doppelmindtrick Taktik. Ja, da machtlos, doch folglich passierte noch etwas. Vielleicht haben sie sich schon zu sicher gefühlt. Wir schalten einmal rüber zum Teamchat vom ISB. Ja, 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 jetzt lauf, jetzt lauf, jetzt lauf, jetzt lauf, jetzt lauf! Einfach laufen! Nicht sterben! Einfach laufen! Lauf wie der Wind! Und um Vatex zu zitieren, gelaufen wurde definitiv wie der Wind hier in fünffacher Geschwindigkeit. Run. Geendet hat dieser Lauf daneben mit dem Aussitzen der Zeit hinter dem Salak. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist der berühmt-berüchtigte Ehrentreffer. Letztendlich führte es aber zu einer deutlichen Niederlage zum 6:1. Was bedeutet, dass wir uns definitiv vom ISB aus dem Turnier verabschieden werden müssen. Und das hat natürlich eine sehr, sehr gravierende Auswirkung auf die Tabelle, die wir jetzt haben. Hier am vorletzten Spieltag, beziehungsweise nächste Woche, beziehungsweise als nächstes Video kommt ja das letzte Spiel. Wir sehen Yard of German War eben definitiv weiter mit 7 Punkten. Auf Platz 2, punktgleich mit dem ISB, ist Cloud21, aber wir sehen es. Das ISB hat die schlechtere Differenz mit minus 7, Cloud21 eben nur minus 1 und die Unfähigkeiten Person auf dem letzten Platz mit nur einem Punkt. Und jetzt heißt es im letzten Spiel dann die Unfähigkeiten Person gegen Cloud21 und der Sieger aus diesem Spiel wird mit The Art of German War ins Halbfinale einziehen.